Tina Kohl, ich bin 50 Jahre alt und ich hatte mal einen Traum. Und wie so viele von uns, habe ich den damals aufgegeben. Mein Traum war, professioneller Windsurfer zu werden. Ich weiß auch nicht, ich habe aufgehört, auf meinen Bauch zu hören. Es war halt auch cool in Deutschland, ich hatte super Freunde und irgendwie, das war dann schon dieses Ding so, ach, hier ist doch auch schön. Und ich hatte nicht wirklich letztendlich diesen Mut, diesen Schritt zu gehen. Und dann kam das Stand-Up-Paddling in mein Leben. Für mich war diese Verbindung zur Natur und ein Teil davon zu sein, ein Leben lang extrem wichtig. Das Meer erstmal verbindet uns alle. Und das Wichtige ist, das zu erhalten, weil es ist eine ganz andere Welt für sich. Und wenn wir die kaputt machen, dann machen wir uns selber auch damit kaputt. Totale Leere. Ich war wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der einen Seite hatte ich immer noch meine Karriere und nach außen hin viele Freunde und alles. Und auf der anderen Seite, sobald ich für mich war, war da ein Nichts. Und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, wo ich hingehöre. Und ich habe mich selber beobachtet, wie ich immer tiefer gefallen bin. Ich habe immer an mich selber geglaubt. Also ich habe halt gemerkt, ich habe irgendeine Power, die ich mir selber nicht erklären konnte, und aufgeben war keine Option. Was ich beim Surfen erlebt habe, wo man ja auch dieses Auf und Ab der Wellen hat, da war ich immer so im Moment. Und klar, gab auch heftige Momente, aber es gab auch immer wieder diese ganz besonderen Momente, wo man emotional so tief bei sich ist, wo ich immer dachte, das ist cool, das will ich weiter erleben. No matter what happens, ups or downs, it all revolves around passion. And if you have something that really motivates you and something that really burns inside you, that's when you know life really gets interesting. But I guess it changed, and like with passion, you can overcome the biggest fears. An diesem wundervollen Ort ist meine Mutter ins Wasser gegangen und hat sich das Leben genommen. Es ist eigentlich nach wie vor nicht vorstellbar, dass sie letztes Jahr diesen Weg hier gegangen ist. Ich meine, das war Februar. Hat sich extra einen ganz kalten Tag ausgesucht, damit es auch wirklich klappt. War hier ganz alleine und es war dunkel. Und das war total der Wake-up-Call. Für mich geht das Leben ganz klar weiter und jetzt erst recht. Ende letzten Jahres war ich qualifiziert plötzlich für den World Cup. Und ich bin klein, ich bin Amateur. Und wie geil ist das? Ich habe diesen Platz und ich muss da hingehen. Ich will das auch machen für andere, um zu zeigen, ey, dabei sein ist alles und ich will diesen Traum, den ich hatte, nachholen, klar. Natürlich gibt es Momente, wo man wirklich unten ist und wo man sagt, Mensch, man kann nicht mehr, man will nicht mehr, warum macht man das überhaupt? Aber dann motiviere ich mich eigentlich immer mit dem Gedanke, dass ich die Möglichkeit auch habe, dieses Rennen zu machen. Also ich würde auf jeden Fall mitgeben, dass man sich eben frei macht von allem und wirklich seinen Weg geht. Aber über die Zeit merkt man auch das, was einen gut tut und was man auch wirklich im Leben will. When we have things against us, like it could be the world not believing that you're capable of doing something, or you have a deep loss in your personal life, it's tough, but you can use it for something. Like you can use that energy and like propel it into something positive. And I'm sure Bettina will have a lot of energy and a lot of enthusiasm to prove something to the world as well. Like, you know, want to prove that that we're strong.
Hi, in this documentary Betty Would Go, I would love to empower others with my story and the story of many others. This will be about how passion can overcome limits and fears and how the ocean can be a really big inspiration for anybody of us. It's not a hero story, so it's very important that I produce this documentary. So please help me. Every dollar will support to produce this documentary. Thank you so much.